Ich heiße Marie Walter Franke und ich bin Research Fellow beim German Council for Foreign Relations in Berlin, Deutsche Gesellschaft für Auswärtige Politik. Ich war Stipendiatin der Karlspreis Europaakademie 2019 und möchte also der Karlspreis Stiftung für die Einladung danken. Und es ist mir eine große Freude, Sie zu dem Teil Brussels Speaking, einem Format, zu begrüßen, das verbindet die hellen Köpfe unter den jungen Menschen Europas mit den Entscheidern. Wir haben hier Kandidaten und Nominierte und auch Karlspreis, also Jugendkarlspreisträger. Und wir möchten das so interaktiv wie möglich gestalten und freue mich also jetzt auf diesen Austausch. Das ist jetzt Ihre, eure Chance, Fragen zur europäischen Demokratie zu stellen, denn wir haben hier drei Leute, die die EU und das Europaparlament wirklich in- und auswendig kennen. Also, um das zu erleichtern, werde ich Englisch sprechen. Sie dürfen aber gerne Deutsch sprechen. Ich möchte erstmal unsere distinguierten Gäste vorstellen. Wir haben Dr. Katharina Barley bei uns. Seit 2019 sind Sie Vizepräsidentin des Europäischen Parlaments und Sie arbeiten für die Verteidigung der Rechtsstaatlichkeit und auch den Schutz des Schengen-Raums. In Deutschland haben Sie vorher als Familien- und Justizministerin gearbeitet und Sie haben als Sekretärin Generalsekretärin der SPD gearbeitet vorher. Vielen Dank, dass Sie dabei sind. Auch heute dabei haben wir Professor Dr. Hans-Gerd Pöttering. Sie haben 35 Jahre im MEP gedient, also wirklich von der ersten Wahl bis 2014 und zwar in entsprechenden Positionen. Sie waren Präsident des Europäischen Parlaments, ehemaliger Vorsitzender der Konrad-Adenauer-Stiftung und haben auch andere Positionen bekleidet. Also herzlich willkommen und dass Sie dabei sind. Und last but not least, in alphabetischer Ordnung, Martin Schulz, das ist der Vorsitzende der Friedrich-Ebert-Stiftung, aber auch Präsident des Europäischen Parlaments, AD. Da haben Sie eben den Karlspreis 2015 erhalten, für die Dienste, für die Stärkung Europas. Sie haben beispielsweise die SPD geleitet, waren Kanzlerkandidat und ganz persönlich, ich habe festgestellt, dass Sie also im Prinzip auch als Mentor für mich tätig waren. Es ist eine so große Freude, Sie wiederzusehen. Als ich mich beworben habe, waren Sie mein Mentor. Jeder von Ihnen hat sein Leben der europäischen Demokratie gewidmet. Wir wissen über die schwierigen Dossiers und wir möchten einfach mal Ihre Meinungen hören. Und ich denke da natürlich auch der Kampf um Frieden und Freiheit, den eben das ukrainische Volk derzeit ficht und unser großes kontinentales Experiment hat es weit gebracht. Wir haben Referendum und wir haben natürlich auch die Konferenz über die Zukunft Europas abgehalten. Es gibt aber auch Herausforderungen, nicht zu leugnen. 2019 beispielsweise ist der Spitzenkandidaten Weber eben Vorsitzender geworden. Viel mehr Wahlbeteiligung. In drei Ländern war sie unter 30% und nach dem EP-Barometer sind 36% der Europäer positiv eingestellt zum Parlament. Da ist auch noch Raum nach oben, aber 58% der Menschen
wollten, dass eben das Oberparlament eine stärkere Rolle spielt und Demokratie war ihnen sehr wichtig. Es gab natürlich auch Skandale wie Katargate und das zeigt aber auch, dass eben die EU in der Lage ist, Korruption zu bekämpfen. Aber bevor wir Fragen aus dem Saal annehmen, möchte ich einfach 3 Minuten mir nehmen, Ihnen geben, uns zu sagen, was wir wirklich angehen müssen, wie Sie das sehen. Und mit Ihnen möchten wir gehen anfangen, mit Ihnen, Frau Dr. Karina Bali, als Vizepräsidentin des Europäischen Parlaments. Erstmal vielen Dank für die Einladung und dass Sie dieses wunderbare Panel hier eingerichtet haben und auch das Setting hier für die Diskussion. Bevor wir zu der Frage gelangen, wie wir die Europäische Union stärken können, möchte ich gerne sagen, dass wir sie erst einmal schützen müssen. Und diese 3 Minuten möchte ich dieser Aufgabe widmen, denn wir haben einen Punkt erreicht, den wir nie vorher erreicht haben, nämlich wo die Europäische Union tatsächlich in Gefahr ist. Wir sehen Bedrohungen von außen, haben wir gesehen, einige schon angesprochen, haben viel über Russland gesprochen, wir könnten aber auch über China sprechen und wir könnten über viele Mächte und Menschen sprechen, die nicht möchten, dass die Europäische Union eine wichtige geostrategische Rolle spielt. Aber wir haben auch viele Bedrohungen von innen. Und da sie eben nicht so bekannt sind, oder sagen wir mal bekannt sind, aber sagen wir mal, das Ausmaß ist nicht so gut bekannt, möchte ich mich darauf konzentrieren. Denn ich bin ja leidenschaftliche Rechtsanwältin. Ich habe also wirklich für Demokratie und Rechtsstaatlichkeit ein Leben lang in meiner Karriere gekämpft. Und in jedem Land haben wir gekämpft mit Demokratie und Rule of Law. Aber was neu ist, ist, dass wir 2 Regierungen haben, die wenn da also eben die Rechtsstaatlichkeit nicht gewahrt sind oder Artikel 2 nicht erfüllt wird, oh, das tut mir leid, aber das müssen wir jetzt wirklich ändern, wie man eigentlich sollte, wenn beispielsweise der EuGH oder die Europäische Kommission sagt, ihr brecht da geltendes Gesetz, aber die sagen, ja, sie haben das Recht dazu, den Artikel 2 insbesondere zur Rechtsstaatlichkeit auszulegen und zwar nach ihrer Geschichte und Kultur. Das sagen sie. Nun, natürlich kann man oder haben wir 27 unterschiedliche traditionelle Systeme, Wahlsysteme beispielsweise und so weiter und so fort. Das ist ja auch in Ordnung. Wir sind geeint in Vielfalt, ja, aber man kann und darf nicht das Ziel in Frage stellen und diskutieren. Das Ziel ist es eben, Demokratie und Rechtsstaatlichkeit zu etablieren und auch ein Land zu haben, beispielsweise wie Ungarn, wo all die Mächte nur in einer Hand konzentriert liegen. Die Medien, Justiz, Verwaltung, Parlament, alles, was es auch sei, die Zivilgesellschaft, alles liegt in einer Hand. Es gibt also keine Gewaltentrennung mehr. Das ist das Ende der Demokratie. So einfach ist das. Deshalb spreche ich von Ungarn als einem nicht mehr demokratischen Staat. Die Stärkung der europäischen Demokratie heißt für mich in erster Lage erst einmal die Rechtsstaatlichkeit wiederherzustellen in allen Mitgliedstaaten. Wir haben die Werkzeuge dazu, die haben wir geschaffen. Insbesondere das Europaparlament hat dazu beigetragen und wir müssen sie jetzt auch nutzen. Die Kommission nutzt sie nicht, so wie sie es sollte. Und ich denke, das ist wirklich das dringendste Problem, das wir angehen müssen. Ja, vielen Dank für diese Bemerkung. Dr. Pöttering, möchten Sie fortfahren? Ich glaube, das Wichtigste für uns als Europäer in der EU, das Wichtige ist, dass wir selbstbewusst vorgehen. Und wenn wir nicht selbstbewusst sind, dann haben wir nicht den Mut, die Herausforderungen zu lösen, die
vor denen wir stehen. Und ich hatte das Privileg, und Marie, wenn ich sie Marie nennen darf, das ist etwas leichter als der Doppelname. Ich hatte das Vergnügen, 1979 Mitglied des Europäischen Parlaments zu werden. Ich war damals 32 Jahre alt, und ich wurde oft gefragt von Freunden oder Nicht-Freunde, und sie haben gesagt: Was willst du da in Straßburg, in Brüssel? Du hast da nichts zu melden. Und ich habe immer geantwortet: Wir werden dafür kämpfen. Wir werden für unsere Rechte kämpfen. Und wenn Sie jetzt heute das Europäische Parlament anschauen oder schauen Sie zurück auf 79, dann hatten wir keine gesetzgeberische Macht. Wir hatten ein bisschen Einfluss auf das Budget, aber keine gesetzgeberische Macht. Und heute, ich hatte die Gelegenheit, einige Jahre lang zusammen mit Martin Schulz als Führer der Sozialdemokraten zusammenzuarbeiten. Ich war in der Christlichen Demokratischen Partei. Und heute ist das Europäische Parlament eine starke Institution in Europa. Wir haben vollständige gesetzgeberische Befugnisse, außer bei Steuern. Aber was das Budget betrifft, haben wir das letzte Wort. Wir wählen die Kommission. Und wenn wir mit dem Präsidenten oder mit der Kommission als Ganze nicht einverstanden sind, dann kann die Kommission nicht ihre Arbeit nicht aufnehmen. Und auch in den Zeiten, in denen wir keine gesetzgeberische Befugnisse hatten, das Europäische Parlament hat immer die Initiative ergriffen. Zwischen 84 und 94 war ich Leiter des Subausschusses Sicherheit und Waffen auf. Meine Leute waren froh, dass wir angefangen haben, über Sicherheitsfragen zu diskutieren. Es war mir egal, wenn die Leute über mich gelacht haben und mich für naiv hielten. Denn ich war immer der Meinung, wir brauchen eine starke Europäische Union aufgrund der parlamentarischen Institutionen, und wir brauchen eine Europapolitik, und wir müssen unsere Werte verteidigen. Und es ist wichtig, dass wir wissen, dass wir Werte haben: die Würde des Menschen, Demokratie, Menschenrechte, Freiheit, Frieden und die Rechtsordnung, die Frau Barley erwähnt hat. Und wir müssen darauf stolz sein, aber diese Werte müssen wir verteidigen. Dafür brauchen wir eine starke Außen-, Sicherheits- und Verteidigungspolitik. Das ist heute die Entwicklung dieser starken Außenverteidigungspolitik. Das ist eine große Herausforderung, sehr wichtig, unsere Werte zu verteidigen. Und der Angriffskrieg Putins vom Teufel, sein Krieg gegen die Ukraine, ist ein Beispiel dafür, dass wir die EU stärker machen müssen, was die Verteidigung betrifft. Und das ist eine der größeren Herausforderungen für die Zukunft. Im Prinzip habe ich nichts dem hinzuzufügen, was Katharina über die Rechtsstaatlichkeit gesagt hat. Und die Notwendigkeit, diesen Geist der Demokratie in der EU-Union, diesen Geist zu verteidigen, aus meiner Sicht ist das die höchste Priorität. Und wie Hans-Gerd gesagt hat, das ist auch richtig. Eine Sache, die mir Sorgen macht: 70% der Mitgliedstaaten der Vereinigten Staaten sind nicht Demokratien. Und wenn ich zum Beispiel, wenn es um das Votum bezüglich des Krieges ging, da haben sich zwei Länder enthalten: China und Indien. 2,8 Milliarden Personen zusammen, über ein Drittel der Weltbevölkerung. Und wenn ich die Verschiebung der wirtschaftlichen Macht sehe: 70% des BIP kommt aus dem Pazifikraum, also eine doppelte Herausforderung für Europa. Unser demokratisches Modell wird von der Mehrheit der Länder der Welt nicht angenommen. Das ist ein großes Problem. Und einige unserer wirtschaftlichen Wettbewerber, die sind ideologisch vollkommen anders als wir unterwegs. Und das größte Problem für die EU besteht daraus: Wir sind institutionell gesehen, wir sind nicht auf der Höhe der Zeit. Wir brauchen eine strukturelle Reform der EU,
Meine erste Rede als Präsident des Europäischen Parlaments beim Europäischen Rat fing ich an mit einem Satz. Ich möchte diesen Satz hier wiederholen. Ich hatte das Privileg, die Sitzungen des Rates mit einer Rede zu eröffnen. 90% der Leute hören dir zu, die spielen mit ihren Handys. Und dann fing ich an mit dem Satz, ich sagte, meine Damen und Herren, Herr Präsident, meine Damen und Herren, das Problem der EU besteht daraus, am Tisch, um den Tisch herum zu sitzen. Ich glaube, die Neueinführung des Einstimmigkeitsprinzips, das war eine Lücke im Vertrag von Lissabon, wo wir 80 Stufen auf die Einstimmigkeit übertragen. Das war waren Alarmglocken für die meisten Staaten. Denn die haben gesagt, wenn sie nicht die Gelegenheit haben, dagegen zu halten, dann wurde das Europäische Parlament de facto die stärkste Institution der Union werden. Und ich sah das. Das war ein Versuch, ein Institut zu haben und zu stärken, die nationale Interessen verteidigte. Sollte eine Regierung sein, aus Grund unserer nationalen Situation, unserer Interessen, dann müssen wir diese Entwicklung blockieren. Und das passiert jeden Tag. Das ist ein Risiko für die Struktur der EU. Denn in den Zeiten, in denen wir leben, um die Herausforderungen anzupacken, zum Beispiel die Herausforderung China oder USA unter der Leitung von Trump mit einem ähnlichen Präsidenten oder mit anderen Teilen der Welt, die bei weitem unsere demokratischen Werte nicht teilen, zum Beispiel die Kooperation mit Asien, mit Vietnam, mit Indonesien, Philippinen, Länder, die mehr oder weniger halbdemokratisch sind, um höflich zu sein. Oder zum Beispiel im Wettbewerb mit den BRICS-Ländern, China, Indien, Südafrika, Brasilien. Da brauchen wir eine EU, die in der Lage ist, stark und mutig zu handeln mit einer gemeinsamen politischen Linie. Denn im 21. Jahrhundert geht es nicht um Multibilitarismus, Deutschland mit Indien, Luxemburg mit China oder Frankreich mit Brasilien. Wenn Sie als EU wichtig sein wollen, dann muss es heißen, die EU mit einer Bevölkerung 450 Millionen Leute, mit dem größten Binnenmarkt, eine EU, die zusammenhandelt mit einem gemeinsamen Ziel. Und um zum Schluss zu kommen, wir brauchen Macht und Glaubwürdigkeit, um unser demokratisches Wert zu verteidigen. Und Voraussetzung ist die Glaubwürdigkeit des demokratischen Modells. Aber wenn wir mit China, zum Beispiel in Afrika oder in Südamerika und mit in unseren Wettbewerbsländern, wenn sie sagen, ja, sie reden über Demokratie, was ist mit Herrn Orbán? Sagen Sie uns nicht, was wir tun sollen, wenn Sie zu Hause Ihre Werte auch nicht durchsetzen. Dann brauchen wir, und das hat die Katharine richtig gesagt, wir müssen unser Modell innerhalb der EU verteidigen, damit die EU international handlungsfähig ist. Und das ist das Gegenteil von dem, was manche Leute im Moment im Kopf haben. Danke. Wir haben jetzt also einige Themen schon angesprochen, also die Verteidigung der Rechtsstaatlichkeit in der EU. Wir scheuen zurück vor Dingen, die nicht erreichbar scheinen, aber suchen eine starke internationale Außenpolitik. Wir kämpfen mit anderen internationalen Systemen, aber ich, weil wir nicht so viel Zeit haben, gerne Ihnen die Möglichkeit geben, Fragen zu stellen. Wir haben da direkt ein Mikrofon stehen.
Vielleicht sollten wir das einfach rumgeben. Gut. Wir haben hier eine erste Frage. Eine Dame. Ja, wunderbar. Oh ja. Erstmal vielen Dank für die Beiträge. Ich heiße Francisca Cristal, komme von Europol, war beim letzten Jahr beim Jugendkarlspreis dabei. Für das Online-Netzwerk habe ich den Preis gewonnen. Wie kann man diesen Euroskeptizismus bekämpfen? Sie wissen ja, dass im Europaparlament es einen Vorschlag zum Youth Check gegeben hat. Also alle Politiken sollten debattiert werden mit jungen Leuten und dass junge Leute zu jeder neuen Politik befragt werden sollten. Und ich würde ganz gerne wissen, ist das überhaupt möglich, dass junge Leute wirklich konsultiert werden und dass man so einen Reality Check einfügt? Vielen Dank. Vielleicht könnten Sie das Mikro ja gleich weitergeben an den jungen Herrn dort. Wir sammeln erstmal ein paar Fragen und dann. Hallo, ich bin Monika Pritkova, komme aus Bulgarien. Ich bin Jugendarbeiterin in der größten Jugendzentrale und die Frage ist, wie kann ich andere junge Leute treffen für demokratische Entscheidungen. Denn in unserem Land gibt es sehr viele andere Meinungen, auch bei Führungskräften, und die werden uns aufoktroyiert. Denn ich arbeite ja in einem Jugendzentrum und deshalb möchte ich einfach von Ihnen den Rat haben, wie ich eben demokratischer hier vorgehen kann. Vielleicht auch noch das Mikrofon an denjenigen hinter Ihnen weitergeben. Hallo, ich heiße Luke, ich bin aus Irland. Ich bin. Es tut mir leid, das war ein langer Tag. Also, nochmal über Skepsis zu sprechen. Die Skepsis ist viel größer geworden in den letzten Jahren. Da sehen wir zum Beispiel Brexit und ähnliche Sachen. Wie sehen Sie eine einfache Lösung? Europa hat man jetzt eine scheidende Demokratie genannt. Und jetzt müssen wir suchen, wie können wir Europa und unsere Werte verteidigen. Sehen Sie eine klare Lösung für die Zukunft oder sehen Sie, man braucht eine vollkommene Umstrukturierung? Eine letzte Frage noch. Ja, mit dem gelben Band bitte. Der Redner, die Rednerin. Hello, thank you very much. My name is Diego and I'm from. Vielen Dank. Ich bin aus Spanien. Devo ist mein Name. Meine Frage hat mit Demokratie zu tun. Wir reden sehr viel über Demokratie, aber ich habe das Gefühl, es gibt viel Potenzial für Verbesserung mit Einsatz der Technologie. Technologie kann viele Entscheidungen treffen. Ich möchte Sie fragen, was halten Sie von digitalen Demokratiesystemen, damit Leute zum Beispiel über Konsultationen an der öffentlichen Debatte teilnehmen können? Und was halten Sie von semi-representative Demokratie? Jetzt hören wir auf. Jetzt haben wir. Also erstmal der Jugendcheck der Politik, dann Euroskeptizismus, wie man den bekämpft und dann digitale Demokratiesysteme. Da fangen wir mal mit an. So much. Vielen Dank. Ich versuche jetzt die Fragen zusammenzuführen und ich hoffe, Sie haben sie gut und verstanden. Was Euroskepsis betrifft, dann halte ich es für sehr wichtig, dass wir selbst, und das war der Ausgangspunkt meiner Aussage soeben, es ist wichtig, dass wir selbstbewusst sind, dass wir an dem europäischen Prozess glauben, dass wir an unseren Werten glauben. Und ich glaube, in diesem Moment ist genau ein guter Zeitpunkt, unserem Publikum, unseren Leuten zu erklären, was der Unterschied ist zwischen der EU mit unseren Werten. Wir sind ein Rechtssystem. Wir müssen unsere Rechte verteidigen. Denn wenn wir die Rechte einhalten, dann sind wir in der Lage, friedlich miteinander zusammenzuleben. Aber außerhalb
der EU haben wir ebenfalls Europa und da werden zum Beispiel wird das Recht nicht angenommen. Das sehen wir im Krieg Russland-Ukraine. Und wenn wir jetzt unserem Publikum die Vorteile der EU erklären, dann werden sie das verstehen und hoffentlich werden wir dann den Skepsis abbauen können. Das wird schwierig sein, aber ich meine, das können wir schaffen. Und der Krieg zwischen Russland und der Ukraine ist ein Beispiel dafür, welchen großen Wert die EU als Friedensbewegung hat. Aber wir müssen unser Rechtssystem verteidigen. Ich stimme mit meinen beiden Partnern hier überein. Wir haben über Ungarn gesprochen. Wenn wir in der EU unser Rechtssystem nicht verteidigen, dann werden wir die EU schwächen und wir werden letztendlich nicht stark genug sein, an unseren Werten zu glauben. Wenn die Werte in den Mitgliedstaaten nicht angenommen werden, dann wird das gefährlich. Aber wenn wir die EU zusammen sehen, sind wir stark. Wir haben Defizite, wir müssen diese bekämpfen. Aber wir sollten sagen, wenn wir alle politischen Ebenen zusammen sehen, dann sind wir stark, was unser Rechtssystem betrifft. Wir sind kein Paradies auf Erde, aber ich bin der Meinung, dass die EU ein guter Teil der Welt ist und wir müssen die EU verteidigen und besser erklären. Ja, eine Frage, die bezog sich ja noch darauf, wie man also als junger Mensch in die Entscheidungsfindung einbezogen werden kann. Ja, ich versuche mich sehr kurz zu halten. Euroskepsis, da müssen wir einfach liefern. Wir müssen fühlen, warum es wirklich toll ist, in der EU zu sein. Und es gibt viele Arten und Weisen, das zu machen. Sozial, wirtschaftlich, über die Stärkung der LGBT-Rechte, dann der Kampf gegen den Klimawandel. Das ist eine absolute Priorität für diese Generation. Es macht keinen Sinn, wenn Malta oder Luxemburg alleine gegen den Klimawandel kämpfen. Und da sind wir sehr aktiv. Zweitens, schauen Sie sich an, was Ihnen passiert, wenn Sie nicht drin sind. Schauen Sie sich an, was den Briten gerade passiert. Ich bin ja halb Britin und ich fühle mich da ganz schrecklich bei, wenn ich sehe, was da vor sich geht. Der Youth Check. Ich bin nicht wirklich überzeugt, dass wir das als Parlament leisten können sollten, als Kommission. Ja, vielleicht könnte das die Kommissarin tun, aber diese Checks sollten wir, also wie gesagt, ich bin Feministin, Auswirkungen auf Frauen, Auswirkungen auf Umwelt etc. Da gibt es also viele Auswirkungen, die man auch in diesem Zuge ansprechen muss, aber was man sehr wohl leisten kann und sollte. Ich habe bei der Konferenz über die Zukunft Europas mitgemacht und eine der Ideen dabei war es, ein Follow-up zu machen mit Councils, mit Räten in den Mitgliedstaaten, bei denen man all diese Themen noch einmal diskutiert und dann etwas etabliert, was sich auch speziell Jugendthemen anschaut. Bulgarien. Ja, in einem Land wie Bulgarien, wo man vor der sechsten Wahl steht in kürzester Zeit, da kann man wirklich einen Unterschied bewirken. In einigen Mitgliedstaaten geht das besser als in anderen. Da hat man neue Parteien, die auftauchen. Wir sind ja alle Mitglieder von traditionellen Volksparteien und bin auch stolz drauf. Aber man kann bei diesen Ländern ganz klar sich auch an Bewegungen beteiligen. Und das tun sie ja auch schon und nehmen Einfluss auf Politik, indem sie beispielsweise beim Karlspreis, Jugendkarlspreis teilnehmen. Sie können entweder selbst Gesetzgeber werden oder eben Druck auf selbige ausüben. Das ist die Wahl, die sie haben. Demokratie und Technik, ja, es sind großartige Möglichkeiten. Da. Dort sind sie ja. Es sind ja Teilhabe, Beteiligung ist ganz klar das Beste. Das sind
echte Herausforderungen, die sich mit der Digitalisierung ergeben. Wir wissen das. Digitalisierung bedroht auch Demokratie, aber eine gewisse Form, tut mir leid, auch die Fortführung von Vorurteilen ergibt sich daraus, wenn man eben digitale Mechanismen installiert. Unsere Herausforderung besteht also darin, das Gute daran zu nutzen, insbesondere für die Teilhabe, aber gleichzeitig sehr, sehr vorsichtig zu sein, wenn es um andere Teile geht, wie beispielsweise Deepfakes oder so. Wir müssen also beides machen. Danke. Ja, okay, I agree with that. Ich stimme mit allen überein. Drei kurze Anmerkungen. Ich bin der Partei im Alter von 17 Jahren beigetreten, SPD. Ich habe gestern gesagt, das war gestern, ja, Hans Geld, vielen Dank. Ja, du bist so nett. So nett, Sie könnten sogar Mitglied meiner Partei sein. Und ich verzeihe dir den Fehler, dass du uns nicht beigetreten bist. Ist nie zu spät. Mein Prinzip, um die Frage zu beantworten, die Frage, dass die Jungen keine Vertretung bei den Regierungen spüren. Ein Nobelpreisgewinner aus Irland, George Bernard Shaw, die Briten betrachten ihn als Engländer, der aber war aus Irland. Ich muss das übersetzen, denn ich kenne die Formel auf Englisch. Ich versuche, dass er sagte, als Mann, der letztendlich 94, mit 94 gestorben ist. Ich glaube, 94, mit 94 ist er gestorben. Er sagt, ich bin bereits alter Mann, aber verlass dich nicht auf alte Männer. Denen ist die Zukunft nicht wichtig. Und das stimmt. Ich weiß nicht, wie es bei euch, aber umso älter ich werde, umso mehr denke ich, jetzt habe ich genug. Du hast genug gemacht, jetzt liegt es an anderen. Ich habe vielleicht noch 10, 15 Jahre, das ist vielleicht, ich bin jetzt 67 Jahre alt, vielleicht in 15 Jahren werde ich 82 sein. Ja, so. Also, ich habe vielleicht genug getan. Denen ist die Zukunft egal, aber die Zukunft ist das, was vor ihnen liegt. Deswegen bin ich der Meinung, wir müssen eine Diskussion mit jungen Leuten haben. Entscheidungstreffer müssen den Jungen zuhören. Und um auf die Technologie, auf den Technologie-Check zu kommen, ich spreche den ganzen Tag mit jungen Leuten über iPod, iPhone, ich weiß nicht was, ich habe die Schnauze voll damit. Das reicht mir. Ich bin Buchverkäufer vom Beruf. Ich lese auch heute noch Bücher und nichtsdestotrotz weiß ich, darin liegt die Zukunft und ich bin gezwungen, diesen Weg zu gehen. Jahrelang habe ich kein iPhone gehabt. Jetzt habe ich ein iPhone. Ich hatte die Schnauze voll mit iPhones. Meine ganzen Mitarbeiter am Anfang im Europäischen Parlament, da waren die immer, gingen sie immer so. Und ich habe gesagt, ich bin der Präsident, aber ihr müsst euch von mir nicht biegen. Aber die schauten nach der Steckdose. Die suchten die Steckdose für ihr Mobiltelefon. Aber ich muss zugeben, das sind 3 Tage. Sie müssen eine bekannte Position entwickeln, diese Position gegen andere verteidigen. Sie müssen nach den technologischen Möglichkeiten schauen,
die Möglichkeiten zur Zerstörung der Technologie und die zur Stärkung der Demokratie. Die zerstören wollen, die sind schon unterwegs, aber wir brauchen die Technologie zur Stärkung. Und die Leidenschaft ist eine Möglichkeit, Euroskepsis zu überwinden. Die europäische Sprache ist zu technisch, die Zerstörer sind Leidenschaft und wir sind technisch und deswegen sage ich so viel. Ja, kurze Reaktion. Ja, wunderbar, kurze Reaktion. Was dazu sagen, Martin Schulz sprach über das Alter. Ich bin 77 Jahre alt. Also, neulich hat der ehemalige Präsident der Vereinigten Staaten, der hat Deutschland besucht und in der Regel habe ich eine gute Meinung von Obama. Aber ich meine, er sagte etwas, was nicht stimmt. Er sagt vor einem jungen Publikum, wie hier, sagt er, die ältere Generation sollte zurücktreten und Platz machen für die jüngere Generation. Und jetzt, in einem Jahr oder in einigen Monaten, muss er Joe Biden unterstützen, damit er Präsident der Vereinigten Staaten bleibt. Und das ist also meine tiefe Überzeugung, die Wahrheit und die Glaubwürdigkeit ist die Basis für alles. Und Sie sollten nicht sagen, ich bin jung, ich brauche heute die Macht und die Alten sollen abtreten. Was wir brauchen, ist eine gute Zusammenarbeit zwischen allen Generationen. Man braucht junge Leute, die im mittleren Alter, die Älteren. Und ich bin nicht mehr in der Politik, aber ich versuche mit jungen Leuten zu sprechen. Und eines möchte ich sagen, und wir haben so viele gemeinsame Erfahrungen gemacht. Wir haben gesehen, was das Europäische Parlament machen kann. Und das betrifft Sie, das Erasmus-Programm. Sie wissen, es gibt diesen 7-jährigen Zeitraum. Und als wir, Martin und ich, und das ist vielleicht jetzt für die Vizepräsidentin interessant, die Regierung wollten das Geld für Erasmus um 3 Millionen kürzen. 3 Milliarden, um 3 Milliarden kürzen. Und wir hatten ein Treffen mit dem neuen Präsidenten des Rates in Wien und wir haben dem österreichischen Kanzler Schüssel gesagt, wenn sie diese 3 Milliarden nicht wieder einführen, dann werden wir Nein sagen. Deswegen haben sie das Budget noch mehr erhöht, weil wir als Parlament darauf bestanden haben. Und das ist ein Beispiel für die Wichtigkeit des Parlaments und zeigt, was wir für die junge Generation machen können. Und ich halte das Erasmus-Programm für eine der besten Sachen in der EU. Dadurch haben sie die Möglichkeit, zusammenzukommen und sich für die Integration einzusetzen. Das ist übrigens beim letzten Mal auch passiert. Die haben versucht, Erasmus zu beschneiden bei der letzten Budgetlinie. Und wir haben genau das Gleiche gemacht. Ja, als kleine Babys möchte ich im Namen aller danken. Wir haben so viele Fragen. Ich möchte auch hinten die Reihen nicht vernachlässigen. Wir haben hier da vorne noch eine Frage. Ja, bitte. Ich heiße Laura. Ich bin die nationale Gewinnerin aus Luxemburg. Frage bezieht sich auf Integrität. Und unsere Werte. Es ist eine kritische Frage. In Anbetracht des Zweiten Weltkrieges sagen wir immer, bitte, bitte, wir sollen das nie wieder passieren lassen. Auch in Europa hat es aber auch immer Leute gegeben, die das wieder wollten und wir haben sie nie an die Macht kommen lassen. Aber wenn wir dann die Beziehungen mit China betrachten, weltweit, oder was mit den Muslimen hier im Land passiert, und wir lassen das dann einfach zu und geschehen. Und das finde ich so schade. Ich bin sehr jung und noch sehr idealistisch. Was könnten wir denn möglicherweise tun, um das zu verhindern? Yes. Hi. Thanks. My name is Henry. I come from Finland. Vielen Dank, Henry. Ich komme aus Finnland, wohne aber in Belgien. Ich finde es gut, dass wir sehr viel über die strategische Autonomie der EU, über die geopolitische Opposition, aber
Ich glaube, heute hatten wir eine Diskussion über die Europawahl nächstes Jahr und wie wir als Jungen die Botschaft bei den jungen Wählern unterbringen können. Das ist eine gute Diskussion. Wir sind politikwissenschaftliche Universitätsstudenten. Und wie Sie sagten, das Problem mit Europa liegt darin, es ist zu komplex, zu kompliziert. Und ich bin froh, dass das Parlament sich bei Mindestlöhnen zum Beispiel einmischt, Verbesserung der Marktwirtschaft, des Binnenmarktes. Und ich wollte fragen, wie sehen Sie im Parlament die Möglichkeit, Sachen für den Durchschnittseuropäer zu verbessern, Leute, die mit den Lebenshaltungspreisen zu kämpfen haben, damit wir sehen können, der Binnenmarkt funktioniert so gut wie möglich für den Durchschnittseuropäer. Right at the back? Ich noch eine Frage ganz hinten, ja? Ja, vielen Dank. Hallo, Katinka aus Rumänien. Bin mit Democracy International hier. Mir ist aufgefallen, dass also Bildung nicht im Rampenlicht stand. Und meines Erachtens ist Bildung und Fort- und Weiterbildung wirklich im Zentrum von allem. Wir müssen uns mehr auf Bildung konzentrieren und die Lehrer müssen anderen helfen. Wie können wir das erreichen? Haben Sie Pläne, um diesem Missstand beizukommen? Vielen Dank. Hard to decide. Schwer zu entscheiden. Hier, bitte. Hallo, ich heiße auch Daniela Rebacese, komme auch aus Rumänien, bin also die nationale Jugend-Karlspreis-Gewinnerin und studiere Jura. Und deshalb bin ich also mit dem, was Sie gesagt haben, zum Erasmus-Programm völlig einverstanden. Es ist faszinierend, ganz großartig. Ich mache jetzt gerade erst meine Bachelorarbeit zum Thema Kampf gegen Korruption. Und im Eurobarometer der EU konnte man erkennen, dass gerade Korruption ein großes Thema ist. Und was ich da gesehen habe, ist, dass die Verfolgung, die strafrechtliche, sehr abweicht von Member, von Mitgliedstaat zu Mitgliedstaat. Aber gerade Strafverfolgung, das wendet sich gegen den Täter, aber es packt das Übel nicht bei der Wurzel. Deshalb sollte man da etwas unternehmen. Bei meiner Forschung habe ich festgestellt, dass es eben keine richtigen Präventionsmaßnahmen gibt, weder in der EU noch auf mitgliedstaatlicher Ebene. Was können wir da machen? Denn es gibt jede Menge Akteure, internationale, rechtliche Instrumente, aber sie werden nicht angewendet. Wir sehen da keine echten Aktionen. Wir haben vier Fragen. Einmal, also Schutz für Frieden. Also wie gesagt, wie sieht das morgige Friedensprojekt aus? Da fehlt so ein bisschen die Vision oder die Perspektive. Dann eine Frage zur Komplexität der EU, dass also die EU für den Durchschnittsbürger, junge Bürger verständlicher wird. Dann die Frage, was die EU tun kann, um Bildung zu unterstützen, obwohl das eben eigentlich ein Problem der Mitgliedstaaten ist. Und die vierte Frage, wie wir eben besser vorbeugen können, Korruption vorbeugen können. Gut. Ich tendiere dazu, alle Fragen zu beantworten. Ich weiß nicht, ob das gewünscht ist, aber ich fühle mich geneigt. Warum lassen wir das zu? Warum lassen wir es geschehen? Das ist eine der schwierigsten Fragen für mich. Also wie gesagt, ich bin leidenschaftlicher Verfechterin der Rechtsstaatlichkeit und der Demokratie und es tut mir fast physisch weh zu erleben, was in einigen Teilen der Welt vor sich geht. Aber unsere Einflussnahme ist beschränkt und Martin hat ja beispielsweise unsere Zusammenarbeit mit anderen Ländern erwähnt über Freihandelsabkommen und da versuchen wir immer
auch Kapitel reinzunehmen, die sich eben auf Grundrechte beziehen, auf Arbeitnehmerrechte, auf Umweltrechte, was auch immer. Wir werden da immer besser bei. Und wir nutzen natürlich auch unsere begrenzten politischen Einflussmöglichkeiten, wie Hans-Gerd schon gesagt hat, 6 oder 8 Parlamentarier dürfen beispielsweise China nicht mehr betreten, weil wir als Parlament und Sie im Besonderen sich zu offen geäußert haben in China. Wir versuchen das also immer wieder, aber es muss uns auch bewusst sein, dass das eine schwierige Aufgabe ist. Und ich überlasse das lieber Martin, weil der so viel erfahrener in dem Thema ist. Denn wenn man nach Afrika reist und sagt, wir helfen euch, wenn ihr Werte hochhaltet, dann sagen, ja, danke, nein, ja, aber Martin ist so viel erfahrener, deshalb überlasse ich ihm diesen Teil wohl besser. Aber diese finnische Frage, die kann ich beantworten, weil ich ja als Vizepräsidentin auch für die Kommunikation zuständig bin. Und das impliziert auch die Wahlkampagne. Und ich bin ins Parlament gekommen und war eben, wie viele andere auch, Generalsekretär meiner Partei gewesen. Wie gesagt, von der Partei, wo auch Martin Schulz drin ist. Und da habe ich gesagt, ah, ich weiß doch, wie Kommunikation geht und Kampagnenwesen. Ich werde denen schon mal beibringen, wie das funktioniert. Wie arrogant, ja. Als ich nämlich ankam, da haben die eine riesen Abteilung, super fähige Leute, tolle Sachen, die da machen. Aber das ist so wahnsinnig schwierig, Informationen an den Mann oder die Frau zu bringen, die überhaupt nicht interessiert sind, die nicht mal wissen, dass man als Europäisches Parlament existiert, ja. Die kennen von den Institutionen rein gar nichts, sind auch nicht interessiert. Da könnte ich lange drüber sprechen. Was ich aber jetzt betonen möchte, ist mein Lieblingsprojekt, nämlich die Kollaboration mit Influencern. Das ist wirklich was, was gut funktioniert. Und Sie können auch Influencer sein, wenn Sie mich fragen, was soll ich oder kann ich tun. Sie können Influencer sein. Letzte Woche habe ich ein paar von Ihnen getroffen, also junge Leute, nicht unbedingt nur Europäer. Die haben riesige Followership aufgebaut. Ja, kann für Sport sein, Kultur, Mode, was auch immer. Ist mir auch egal. Aber nicht Politik, normalerweise jedenfalls. Und wenn man die Leute dazu bekommt, zu sagen, Europa ist so wichtig, es verändert dein Leben. Diese Wahl ist wichtiger als jeder andere. Und da bin ich absolut sicher. Dann können auch Menschen, die also nie einen Draht zu Europa hatten und europäischen Dingen, zu dem Schluss gelangen, ja, wenn dieser Influencer sagt, diese Influencerin sagt, ja, Europa ist wichtig, dann sollten wir doch mal näher hinschauen. Das kann man machen. Dann Bildung, ja, da haben wir ganz geringe Kompetenzen. Das ist sehr, sehr traurig, aber auch wahr als EU. Aber wir haben Euroscholars und da würde ich gerne die Lanze verbrechen. Ladet bitte Schulen ein, Euroscholars zu werden, Partnerschaften mit dem Europäischen Parlament einzugehen. Und das heißt, wir unterstützen die darin, dass wir also Kinder einfach zu europäischen Inhalten stärker schulen. Und der Kampf gegen Korruption, ja, das ist echt schwierig. Rumänien ist ja schon EPPO, im Prosecutor's Office schon lange vertreten. Das ist ein wahnsinnig gutes Instrument, um Korruption zu bekämpfen. Ungarn gehört ja nicht dazu und die Kommission, und das macht mich ärgerlich, richtig böse, das nicht zur Voraussetzung gemacht für die Auszahlung der Gelder an Ungarn. Dass man also nicht bei der Europäischen Generalstaatsanwaltschaft vertreten ist. Und stattdessen also eine eigene Antikorruptionsbehörde aufbaut. Und jeder, der Viktor Orban kennt, weiß ja, dass das voll besetzt werden wird mit Leuten, die eben seine Unterstützer sind.
Wir haben das, aber auch andere Mechanismen, um eben europäische Gelder zurückzuhalten, wenn der Mitgliedstaat Korruption nicht effektiv bekämpft. Wir haben also Instrumente, sehr wohl, aber ich bin mit Ihnen einverstanden, dass sie eben nicht so effizient eingesetzt werden, wie sie werden könnten. Ich kann nicht auf alle Fragen eingehen, aber ich antworte auf die Frage, der jungen Dame aus Luxemburg. Ich habe ihren Namen. Die Dame hinter Ihnen, Laura aus Luxemburg. Ich hatte das Vergnügen, den Nobel-Friedenspreis für die EU zu erhalten, und zwar vor 10 Jahren. Ich bin bis heute fest davon überzeugt, dass es richtig war, dass die EU diesen Friedenspreis erhalten hat. Aber auf die Frage zu kommen, innerhalb der EU, bei den meisten Mitgliedstaaten ist ein Krieg fast unmöglich. Die Integration zwischen den Ländern auf allen Niveaus macht es undenkbar. Nichts ist unmöglich, aber ich kann mir nicht vorstellen. Stellen Sie sich mal vor, Sie gehen in Berlin auf die Straße und Sie fragen einen, sollten wir Frankreich überfallen? Der sagt, der ruft dann die Staatsdienste, die Polizei. Wenn Sie zum Beispiel in Paris auf die Straße gehen und sagen, ja, sollen wir Deutschland angreifen, dann sind Sie vielleicht, werden Sie für verrückt erklärt. Das ist fast unmöglich. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das Gleiche in Moskau passieren würde, wenn Sie fragen, ja, sollen wir noch ein Land überfallen? Vielleicht sagt er ja. Das heißt, innerhalb der EU, innerhalb der Struktur, haben wir den Krieg fast unvorstellbar gemacht. Aber wir reden nicht mehr darüber. Wir erzählen uns Geschichten über diese wunderbare Entwicklung. 72 Jahre nach Ende des Zweiten Weltkriegs. Sein Vater ist einige Monate vor dem Ende des Zweiten Weltkriegs gestorben. Er ist, glaube ich, 45 geboren, September 45. Sein Vater ist vor seiner Geburt gestorben, als deutscher Soldat in dem Territorium eines anderen Landes. Es ist klar, dass Heinz Gerd nach der Bildung durch seine Mutter, dass er Pro-Europäer geworden ist. Eine ganze Generation. Er hat seine Doktorarbeit über die Außenpolitik von Konrad Auer geschrieben, über den Mann, der Deutschland in die EU integriert hat. Ist vollkommen verständlich, dass die Generation von Heinz Gerd, dass sie pro-europäisch eingestellt sind. Ein gemeinsamer Freund von uns, Jean-Claude Juncker, langjähriger Premierminister ihres Landes. Ich hatte das Vergnügen, seinen Vater kennenzulernen. Ich glaube, in 1940 ist der Vater von Juncker, wurde zwangseinberufen in die deutsche Armee berufen, denn Hitler hat gesagt, Luxemburg ist kein Land mehr, sie sind Teil von Deutschland, sie müssen in unseren Streitkräften dienen. Er ging nach Russland. Er ging mit den deutschen Streitkräften nach Russland. Er wurde dazu gezwungen. Er kam als Kriegsgefangener nach Sibirien, denn die Russen sahen ihn als Nazi. In 1947 kam er zurück. Sehr, sehr beängstigt und deprimiert. Und dann hat er seinem Sohn gesagt, wenn du Frieden in Europa schaffen willst, dann müssen wir aus Deutschland eine Demokratie machen. Und wir müssen Deutschland verzeihen. Das sind die Geschichten. Diese Leute waren für mich Helden. Aber davon wusste keiner. Juncker hat nie darüber gesprochen, nicht in der Öffentlichkeit. Aber er war nicht der Einzige in Luxemburg. Viele Leute in Belgien, hier an der anderen Seite der Grenze, in Belgien, in den Niederlanden, Leute haben aufgrund der deutschen Besatzungen gelitten, aufgrund deutscher Kriegsverbrechen, ähnlich der Situation in Bachmut. Aber tausende solche Fälle. Diese Leute
auf der anderen Seite der Grenze, die haben uns nach dem Zweiten Weltkrieg verziehen. Der Krieg ging 1945 zu Ende und 1950 wurde Deutschland vollständiges Mitglied der Eisernen Stahlgemeinschaft, dem Vorgänger der EU. Warum erzählen wir diese Geschichte nicht? Lassen Sie mich Juncker noch einmal zitieren. Er hat einmal im Parlament, im Europäischen Parlament gesagt, für unsere Enkel werden Hitler so weit weg sein wie Napoleon für uns. Und das ist ein riesiges Risiko. Intern ist die EU eine Gemeinschaft des Friedens. Und deswegen müssen wir die EU verteidigen, wenn wir den Frieden sichern wollen. Das ist, so einfach ist es. Das ist sehr beeindruckend, was Martin gesagt hat. Und lasse mich dich zitieren. Martin weiß viel mehr über mich als viele Leute. Aber als ich zum Präsidenten des Europäischen Parlaments gewählt wurde und Martin war Leiter der Sozialisten, der hat so gut gesprochen, er hätte Christdemokrat sein können. Aber was er gesagt hat, war sehr bemerkenswert. Das werde ich nie vergessen, nach meiner Wahl als Präsidenten des Europäischen Parlaments. Er sagte, die Frage der Bildung ist äußerst wichtig. Und deswegen haben wir ein Haus der europäischen Geschichte gebaut. Wenn Sie dieses Haus noch nicht besucht haben, befindet sich hinter dem Parlament in Brüssel, dann würde ich Ihnen empfehlen, dorthin zu gehen. Und was Martin Schulz über den Nationalsozialismus gesagt hat, das ist sehr wahr. Aber es gibt links und rechts Totalitarismus. Und links war das die Sowjetunion. Und es gab eine sehr großartige jüdische Dame, Hannah Arendt, die war Politikwissenschaftlerin in den USA, die hat Deutschland in den 30er Jahren verlassen und sie beschrieb die Instrumente eines totalitären Staates und sie sagte, die Instrumente der Nationalsozialisten und die der Sowjetunion, Stalinismus gegenüber Hitler, die Ergebnisse waren die gleichen. Und das ist eine große Herausforderung für Ihre Generation. Wir müssen uns alle Formen des Totalitarismus widerstehen. Wir müssen sie alle bekämpfen. Und lassen Sie mich auf meinen früheren Punkt zurückkommen. Ich halte es für äußerst wichtig, dass die Wahrheit als Basis für die Politik dient. Ich bin nicht besonders mit den neuen sozialen Medien vertraut, aber das sind Sie. Wir müssen darauf bestehen, dass die Informationen, die wir über die sozialen Medien erhalten, wir müssen darauf bestehen, dass sie auf der Wahrheit beruhen. Und wenn das nicht der Fall ist, dann müssen wir Gesetzgebung auf europäischer und nationaler Ebene haben, um sicherzustellen, dass alle Informationen, die wir haben, auf der Wahrheit basieren, denn sonst werden wir ein furchtbares Problem haben und die Leute und vor allem die jungen Leute werden irregeführt werden. Und mein zweiter Punkt, was mein Freund aus Finnland gesagt hat, Souveränität der EU. Ich glaube, wir sind auf dem richtigen Weg, aber wir sollten nicht gegen die NATO diskriminieren. Finnland und Schweden werden der NATO beitreten. Und vor einigen Jahren war es für uns unvorstellbar, dass Finnland NATO-Mitglied wird. Aber das ist jetzt der Fall und das ist ein Ergebnis, ein Erfolg der Politik in Russland. Aber sollten die Amerikaner sich eines Tages aus der NATO zurückziehen, zum Beispiel kommt noch ein Trump oder Trump selber. Und wenn wir nicht vorbereitet sind, und deswegen sage ich, die Politik von Macron ist richtig. Er sagt, wir müssen europäischer sein, wir müssen weiterhin
und auf der Atlantisch sein, aber wir müssen noch mehr Europäer sein. Und ich halte das für eine große Aufgabe und Verantwortung von allen Mitgliedstaaten. Und wir als Deutschland sagen, es ist unabdingbar, eine gute Zusammenarbeit mit Frankreich zu haben. Und in 1990 die Antwort bezüglich der Verzeihung, der Wiedergutmachung, kam aus Frankreich von Robert Schuman, der war überzeugter Christ. Und Wiedergutmachung kam aus Frankreich. Und vor 1950 hat es immer geheißen, nach dem Krieg müssen wir das Militär stärker werden, damit man sich auf den nächsten Krieg vorbereiten konnte. Und deswegen halte ich es für sehr, sehr wichtig, dass wir begreifen, dass die EU als sich eine Friedensbewegung ist, aber wir müssen alles tun, um sie zu stärken, damit wir in der Lage sind, unsere eigenen Werte zu verteidigen. Also wir bleiben Atlantik-Befürworter, aber wir sollten trotzdem europäischer werden. Und das ist eine große Verantwortung für Macron und auch für Scholz. Auch für Scholz, Sie müssen mit allen Regierungschefs sprechen, damit wir die EU stärken. Und ich glaube, mein Land, mein Kanzler, der ist nicht aus meiner Partei, aber er hat eine große Verantwortung, weiter in diese Richtung zu gehen, damit die EU stärker wird. Ja, danke. Wir haben ein bisschen später begonnen. Die letzte ganz kurze Frage und beginnen tun wir hier. Ich habe das schon mal probiert, aber ich werde es noch mal wiederholen. Es wurde gesagt, dass Bedrohungen da sind. Und aus Estland kommend, da ergibt sich eben nicht nur eben ein Widerstand gegen die EU, die zu akzeptieren, aber auch eben das russische Erbe, das da noch mitschwingt, am Wahltag beispielsweise. Da ist also die Einstellung wirklich sehr, sehr feindlich. Und das schafft also wirklich in Estland ein großes Problem. Aber die Situation ist auch ähnlich in den anderen Staaten des Baltikums, wo lange Russisch gesprochen worden ist. Ich sehe diese Reaktionen, sogar bei Menschen, die also mit Russland überhaupt nichts zu tun hatten und einfach die Sprache nur sprechen, weil sie kulturell interessiert waren. Und deshalb ergibt sich jetzt diese Debatte. Und zu Ungarn auf den Straßen von Budapest, das erinnert mich wirklich so ein bisschen an das, was ich in Russland gespürt habe. Mit allem diesem im Hinterkopf. Haben wir da nicht was verpasst, was wir mit der Ukraine und Russland verpasst haben? Wir sehen diese Probleme und die Antwort, die wir bekommen haben, war, also da können wir nichts machen, die Leute sind alle unterschiedlich, aber damit kann ich mich nicht zufrieden geben. Können wir da nicht agieren? Können wir da nicht was tun? Ich bin Karlspreis-Gewinner aus Finnland, also aus einem Nachbarstaat. Ich habe eine kurze Frage. Wir haben dieses Phänomen in anderen internationalen Organisationen gesehen, aber das sehen wir auch in der EU. Wie können wir nationale Regierungen bekämpfen, die EU dazu benutzen, ihre Erfolge zu fördern? Und wenn sie dann scheitern, dann ist Schuld EU. Ich war Studentin in Großbritannien, ich kenne das. Letzte Frage hier bitte. Ja. Ich bin Spanisch. Ist nicht zu verstehen. Ist nicht verständlich. Er spricht nicht Deutsch und nicht Englisch. The translation.
Ja, die Übersetzung könnte vielleicht übersetzen. Ja, er wollte fragen, wann gibt es ein Erasmus-Programm für Leute mit Behinderungen? Denn in dem Moment gibt es ein Programm für blinde Personen. Das Programm ist angepasst worden, damit sie studieren können. Sie können studieren in einer Sprache, die Sie verstehen, aber es gibt kein Erasmus-Programm für Leute mit anderen Behinderungen. Wird es ein solches Programm geben und wann? Thank you so much. I'm sorry. Vielen Dank. Es tut mir leid, dass wir viele Fragen nicht beantworten konnten, aber noch abschließende Bemerkungen mit Beantwortung dieser Fragen. Kurz und knackig, bitte. Ja, wenn die Jungs einen als Frau nach vorne drängen, immer vorsichtig sein, ja? Nee, ist schon in Ordnung. Sollte nur ein Witz sein. Nein, war nur ein Witz. Ja, ja, die russisch sprechenden Minderheiten in Ungarn, es hat eine Umfrage gegeben, wie viele Fidesz-Wähler es gibt oder die glauben, dass es der Fehler von Russland ist oder dass es die Verantwortung von Russland ist. Ja, was meinen Sie, wie lag der Prozentsatz? Wie viel haben gedacht, dass Russland für diesen Krieg zuständig ist? Ja, Sie haben doch meine Rede schon vorher gehört, ja. 5. Nein, es sind 4%. 4% der Fidesz-Wähler glauben, dass es der Fehler Russlands ist. Die anderen sagen, es sind die USA, EU, die NATO oder die Ukraine selber haben den Krieg ausgelöst. Also so viel kann Desinformation leisten. Und die Fidesz-Mitglieder im Europaparlament haben sogar für Sanktionen gewählt, aber haben zu Hause behauptet, sie hätten dagegen gestimmt. Das kann Witz. Und das funktioniert natürlich nur, wenn man die Medien völlig kontrollieren kann. Es gibt keine unabhängige Radiostation mehr in Ungarn. Es gibt 1, 2, 3, aber also bei den geschriebenen Medien sind nur noch wenige unabhängig, aber Radiostationen, da gibt es keine mehr. Wir können Ihnen nicht verbieten, das zu denken, was Sie denken. Und deshalb bin ich auch ein bisschen kritisch eingestellt zu dem, wenn gesagt wird, wir müssen sicherstellen, dass etwas wahr ist. Als Rechtsanwalt und auch aus richterlicher Tätigkeit weiß ich, dass Wahrheit etwas sehr Subjektives sein kann. Ne? Ich schwöre, dass dieser Täter eine rote Jacke anhatte. Das ist gefährlich. Was wir stattdessen tun müssen, ist gegen Desinformation so gut wie möglich zu kämpfen. Wir können kein Wahrheitsministerium einrichten, wie Harry Potter. Ja? Wir haben Folgendes gemacht. Im Digital Services Act verpflichten wir die großen Plattformen beispielsweise dazu, zu verifizieren, wenn Inhalte angreifbar sind und sie auch zu blockieren. Wir müssen also wie so eine Counterintelligence einrichten und dann sagen, was wirklich passiert, was tatsächlich wahr ist. Aber ich will Sie nicht täuschen. Wir können Ihnen das Denken nicht verbieten, auch wenn es falsche Gedanken sind. Wir müssen also die stattdessen stärken, die die Wahrheit sagen und die bekämpfen, die Lügen verbreiten. Das können wir und das machen wir auch. Und wir haben ja also diese Interference-Gesetzgebung auch und deshalb machen wir das jetzt schon. Ja. Ja, dann zurück an die anderen. Wir müssen auch sehr bald schon zum Schluss kommen. Wir brauchen nur noch ein paar Sätze gibt es noch. Wir müssen leider zum Schluss kommen, denn Herr Dr. Linden wartet schon, die Bühne betreten zu können. Ich bin der Meinung, die Politik muss immer glaubwürdig sein. Und das Beispiel von der Frau Barley, das Beispiel von Ungarn. Ich war vor 5 Wochen in Ungarn und ich habe viele Säulen gesehen.
viele Veröffentlichungen draußen, Werbung, Plakate. Und ich habe gesehen, 90% der ungarischen, und es stand da drauf, 90% der ungarischen Bevölkerung findet die Sanktionen gegen Russland nicht gut. Aber in Brüssel stimmt Orbán für die Sanktionen. Das ist Desinformation und wir müssen da sehr vorsichtig sein. Wir müssen aufpassen, dass und dafür sorgen, dass was wir tun, mit dem übereinstimmt, was wir sagen. Ansonsten ist die Politik nicht mehr glaubwürdig. Brexit ist ein Beispiel dafür. Wenn Sie immer unterscheiden zwischen der Realität und was letztendlich die Leute tun, dann wird das auch gefährlich. Johnson war ein Lügner und Cameron hat diesen Weg für ihn vorbereitet. Die Konservativen waren Teil meiner Gruppe im Europäischen Parlament. 90% davon, 90% von denen waren ausgezeichnet. Ich hatte keine Probleme mit dem, aber Cameron sprach immer zögerlich über die EU und dann hatte er erwartet, dass die Briten für den Verbleib stimmen würden. Und wir müssen also sehr vorsichtig sein mit in dem, was wir sagen. Und mein letzter Punkt, Finnland. Die nationalen Regierungen, wenn sie erfolgreich sind, wenn sie in Brüssel Erfolge erzielen, dann sind sie die großen Helden, aber bei negativen Entwicklungen, dann ist Brüssel schuld. Und ich verstehe die Politik so. Die unterschiedlichen Ebenen, regional, örtlich, nationale Ebene und europäische Ebene, die müssen verstehen, dass alles zusammengehört. Es soll keinen Widerspruch geben zwischen der europäischen und der regionalen Ebene geben. Die Politik betrifft alle Ebenen und wir brauchen mehr Zusammenarbeit und mehr Verständnis zwischen diesen verschiedenen Ebenen. I agree with everything. Ja, ich stimme mit allem überein. Die EU ist kein Bundesstaat, wo Deutschland die gleiche Rolle hat wie Florida in den USA oder Frankreich die Rolle von Texas. Wir sind eine Union souveräner Staaten. Und wenn die Regierungen dieser souveränen Staaten sich nicht für die Union verantwortlich fühlen, dann wird die Union scheitern. Aber das ist in den meisten Mitgliedstaaten die Realität. Die Frau Meloni ist ein Beispiel. Sie hat ihre Kampagne gegen die EU geführt. Jetzt als Premierministerin weiß, sie kann nicht gegen die EU sein, denn Italien ist auf dem Geld angewiesen. Aber in ihrem Herzen ist sie gegen die EU. Wenn ich zum Beispiel den Binnenmarkt anschaue und wenn ich die Vorteile für die Mitgliedstaaten, die Vorteile, die die Mitgliedstaaten aus dem Binnenmarkt haben, wir haben viele Verkäufer und wenige Staatsmänner in der EU. Und das ist ein großes Problem. Das, was Sie schildern, das passiert jeden Tag. Erfolg ist national und Scheitern ist europäisch. Und es ist kein Wunder, wenn die Leute dann auch so denken. Wenn Sie als Führer einer nationalen Regierung nicht bereit sind, Ihren Leuten zu erklären, dass auch Länder wie Deutschland wirtschaftlich nicht überleben können ohne die EU, wenn sie ihren Leuten nicht erklären, dass sie die Herausforderungen des 21. Jahrhunderts nicht alleine überwinden können, sondern nur gemeinsam als Teil der Gemeinschaft, dann setzen sie die Chancen der nächsten Generation auf das Spiel. Und das ist leider in zu vielen Ländern der Fall.
Einfach noch zur Erasmus-Frage. Ich habe das mal kurz überprüft, während die anderen gesprochen haben, weil ich wusste, dass im neuen Erasmus-Programm auch ein Inklusionsanteil drin sein soll, wird. Da haben wir also den Schwerpunkt drauf gelegt. Und es gibt eine Website, die heißt inclusivemobility.eu. Und da können Sie alles finden. Für Deutschland weiß ich, dass Menschen mit Behinderungen, ich weiß nicht, wie das in Ihrer Sprache heißt, also da zusätzliche Mittel bekommen. Ich weiß nicht, wie es mit Spanien aussieht. Ich war nicht schnell genug, das alles zu checken, aber ich würde mal schauen. Aber gerade für Studenten mit Behinderungen sollte das eben eine ganz große neue Errungenschaft sein, die wir erzielt haben. Viel Glück dabei. Vielen Dank jedem Einzelnen hier oben auf der Bühne wie unten im Publikum für diese fantastische Diskussion. Ich hoffe, dass jeder eine Inspiration mitnimmt. Und es tut mir auch leid, dass wir ein bisschen überzogen haben. Wir haben ja auch spät angefangen.